Dass Fallout 4 kommt, ist bereits seit einigen Tagen Gewissheit. Aber erst jetzt, nach der E3-Pressekonferenz von Bethesda, gibt's auch handfeste Informationen und die wollen wir in diesem Video zusammenfassen. Ja, Fallout 4 beginnt vor dem Atomschlag. Die Szenen im Teaser-Trailer waren also nicht bloß hübsche Deko. Der Präsentation nach zu urteilen, dürfte das heile Familienidyll im trauten Eigenheim aber wohl lediglich für einen knappen Prolog reichen. Es scheint, als wäre recht schnell die Flucht in die Vault 111 angesagt. Trotzdem ist es toll, einen näheren Blick auf die Welt vor der Katastrophe werfen zu können. Im Zuge des Prologs findet dann auch die Charaktererstellung statt. Hier verschwinden zum Glück die sperrigen Schieberegler, wir zupfen die Gesichtszüge unseres Helden einfach mit Maus oder Controller zurecht. Oder die Gesichtszüge unserer Heldin, denn Fallout 4 lässt euch natürlich zwischen Männlein und Weiblein wählen. Und auch da hat der Teaser-Trailer nichts Falsches versprochen, beide Hauptcharaktere kommen diesmal zu Wort. Game Director Todd Howard zufolge haben die beiden Sprecher jeweils über 13.000 Zeilen Text eingesprochen. Im Dialogsystem entscheiden wir uns aber offenbar auf Basis kurzer Textschnipsel und sehen nicht mehr ausformulierte Sätze. Egal ob männlich oder weiblich, eure Hauptfigur landet schlussendlich in der Vault 111 und steigt aus noch unklaren Gründen 200 Jahre später als einziger Überlebender oder als einzige Überlebende wieder an die Oberwelt. Allein ist der Hauptcharakter jedoch nicht, abermals wird er von einem Hund begleitet, Schäferhund Dogmeat können wir in Fallout 4 Befehle geben und uns von ihm zum Beispiel Items bringen lassen. Apropos Items, die sollen allesamt nützlich werden. Finden wir beispielsweise einen Wecker, so schleppen wir den nicht nur aus Spaß an der Freude mit uns herum oder in der Hoffnung, ihn irgendwo zu verkaufen. Wir können ihn stattdessen zerlegen und zum Beispiel das Glas weiterverwenden. Aus unzähligen Gegenständen lassen sich Materialien gewinnen, die dann im neuen Handwerkssystem eingesetzt werden. Und das fällt überraschend umfangreich aus. Zum einen könnt ihr die 50 Basiswaffen mit einer Auswahl von insgesamt angeblich 700 Modifikationen versehen. Zum anderen könnt ihr an bestimmten Orten Hütten, Gebäude oder ganze Siedlungen bauen. In denen sollen sich dann sogar NPCs niederlassen, unter anderem auch spezielle Händler mit besonders guten Angeboten. Ihr könnt Pflanzen anbauen und funktionierende Elektroinstallationen errichten. Dazu zählen auch Verteidigungsanlagen, die nötig sein sollen, um Banditen abzuwehren. So umfangreich dieses Feature aber auch klingt, es soll optional bleiben. Wer also kein Interesse am Management eigener Siedlungen hat, der pfeift einfach drauf. Wer allerdings Lust drauf hat, der bekommt eine der vermutlich größten und spannendsten spielerischen Neuerungen in Bethesdas Open-World-Spielen seit langem. Nun wollen die selbst ausgetüftelten Waffen und die eigene Power-Rüstung, die könnt ihr euch nämlich auch zusammenzimmern und sogar um ein Jetpack erweitern, aber auch eingesetzt werden. Das Kampfsystem von Fallout 4 scheint grundsätzlich dem des Vorgängers zu ähneln. Ihr könnt in Echtzeit feuern oder ihr verwendet das sogenannte VATS-System, mit dessen Hilfe könnt ihr Körperteile der Gegner gezielt anvisieren. Allerdings wird das Spielgeschehen dabei nicht mehr angehalten, sondern verlangsamt. Erkundet, gesprochen und geschossen wird übrigens wahlweise aus der Ego- oder der Verfolgerperspektive. Außerdem ist natürlich der Pip-Boy wieder da. Die Mutter aller Smartwatches dient in Fallout 4 nicht nur dem Management von Inventar und Charakter, sondern unter anderem auch als Abspielstation für Minigames wie einen Donkey Kong-Klon. Die entsprechenden Kassetten werdet ihr aber wohl erst einmal in der Spielwelt finden müssen. Einen eigenen Pip-Boy bekommt ihr mit der Sammler-Edition von Fallout 4. In das Gerät könnt ihr euer Smartphone einlegen, um dann die Companion-App zu verwenden. Die interagiert mit dem Spiel und ermöglicht euch somit die Verwendung des Pip-Boy, ohne in Fallout 4 aufs virtuelle Handgelenk schauen zu müssen. Und die App gibt's freilich auch ohne die Collector's Edition.
Das waren die wesentlichen neuen Informationen zu Fallout 4, die Bethesda bisher verraten hat. Fans erspähen in den gezeigten Gameplay-Szenen noch viele Detailinfos und wiederkehrende Gegner. Todd Howard versprach im Anschluss an die Pressekonferenz, dass noch einiges mehr im Spiel steckt. Wir sind gespannt, was das Bethesda-Team bis zum Release noch aus den Hüten zaubert. Lange hin ist die Veröffentlichung übrigens nicht mehr. Fallout 4 erscheint am 10. November. Für die meisten Spieler dürfte sich damit die Frage geklärt haben, welches Spiel sie durch den Winter bringt.